Hallo, weiter geht's mit Dead Space. Ja, Entschuldigung, die letzte Folge musste ich leider abrupt abbrechen, weil die Tür geklingelt hat. Und dann wollte ich doch nicht so lange damit warten, diese aufzumachen. Und bin dann ganz fix bei der nächsten Gelegenheit zurück zum Speicherpunkt, hab hier noch zwei, drei Viecher an mir kleben. Von diesen Mini-Necromorphs, die habe ich natürlich dann entsorgt. So, ja, und jetzt? Ah. Na gut. Der hat sich doch noch gerade bewegt. Hallo. Huch, was? Ah, das Kontrollzentrum. Okay. Oh, da habe ich eine Kiste übersehen. Oh, Mann. Hier gab's wohl auch ein Massaker. Naja, wo nicht. Das gab es in diesem Schiff überall. Na gut, wenigstens ein Energieknoten. Und den schicken wir jetzt ab. Hoffen wir auf Rettung. Ladung 8772 gezündet. Tschüss. Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Bleibt nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu, als ob alles in Ordnung wäre. Okay, der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. An diesem Schiff funktioniert ja überhaupt nichts. Jetzt haben wir hier ein Problem, dass wir das nicht empfangen können. Was sind's? Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Oh nee, Leute, ehrlich. Wow. Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Ah! Oh! Quarantäne aufgehoben. Mann! Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, an diesem Schiff funktioniert ja wirklich gar nichts hier. Hier war ja alles kaputt. Alles! Das Lebenserhaltungssystem. Die Monorail, das mit dem Funk funktioniert jetzt auch nicht. Also, und das waren jetzt nur ein paar Sachen. Also, sie hat ja gar nichts funktioniert. Was haben die denn mit dem Schiff gemacht hier, bitte? Mein Gott. Das kann einem ja schon fast leid tun. Das Schiff wurde ja total misshandelt. So, jetzt gehen wir wieder hier zurück an durch die feuerspeienden Maschinen. Ja. Ah, da ist auch noch was. So, ganz schnell raus hier. Ach ja, jetzt geht's wieder durch den Aufzug ins Vorbereitungsdeck. Oder, nee, nicht Vorbereitungsdeck, in die Vorbereitung. Na? Wow. Such's erst gar nicht. Lass mich in Ruhe. Alles? Ja, toll. Konnte ich nicht mehr abbrechen. Nur ein Gegner. Okay.
Gut, das war das Verarbeitungsdeck. Ich denke, hier werden wir nicht mehr. Oh, was zum Teufel? Oh. Ja, genau. Töte es. Mit Schlägen. Das gibt's doch nicht. Okay. Nochmal. Das war das Verarbeitungsdeck. Ich denke nicht, dass wir hier nochmal zurückkommen werden. Also sagen wir, leb wohl. Mann. So, jetzt geht's zurück auf die Brücke, da waren wir ja schon mal. Uns hat mir nicht sehr gefallen da. Noch kurz die letzten Sachen aufnehmen. Das zum Thema Safe Place, ne? Wollen wir mal in den Laden schauen oder haben wir genug Sachen? Na, vielleicht nochmal ein bisschen Leben dazu kaufen. Auch irgendwas, was wir verkaufen müssen? Ne, ich denke nicht. Ja. Ah ja, Medipack klein, genau, das können wir direkt benutzen. Gut. Jetzt aber weg hier. Bevor noch mehr kommt. Ah. So, oh, geschafft. Puh. Na, das war ja halb so schlimm, würde ich schon, wollte ich schon fast sagen. Aber es war ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. No, thank you. Ich möchte nicht speichern. Suchen und retten, Kapitel 8. Okay. Zurück zur Brücke. Genau, wie gesagt, da waren wir schon mal. Mal sehen, wie es da jetzt aussieht. Hallo. Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Okay, jetzt, das war jetzt so dermaßen leise, dass selbst ich nicht wirklich was verstanden habe. Das Einzige, was ich aufgeschnappt habe, war, dass irgendjemand unser Funksignal anscheinend aufgeschnappt hat. Und ja, keine Ahnung. Also sieht das so aus wie immer hier. Moment mal. Waren wir da unten nicht mal drin? Wir sind doch da mal runtergefahren. Das ist ja mittlerweile komplett überwuchert. Da waren wir doch. Was war denn da nochmal? Schiffssystemebene. Was war denn da? Da war doch. War da diese Gravitationsebene oder? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Wo ist der letzte? Hallo. Ey, der hat mich noch erwischt. Aha. Sehr schön. Jetzt reißt er aber. Aber ganz schön viele von den Dingern. Oh. Noch einer. Oh, Scheiße.
Stirb. Weg mit dir. Boah. Hey. Boah, so knapp. Quarantäne aufgehoben. Na, danke schön. Huh. Also, gemein. Es kommen echt viele fiese Gegner mittlerweile. So, jetzt erstmal wieder alles nachladen. Was habe ich überhaupt alles benutzt? So, das. Das auch. Ja, das ist schon okay. Gut. Wo kommen die überhaupt her? Jetzt mal ehrlich. Ah, von da. Mhm. Ja, trotzdem. Da unten war irgendwas. Und das ist mittlerweile so dermaßen ausgewuchert, dieses eklige Zeug da. Huh. Da kommen wir nicht mal mehr rein, wenn wir wollen. Na. Schon wieder nach oben. Huch, da habe ich irgendwas reingekickt gerade. Na gut, dann geht's jetzt, ich schätze mal, nach oben. Ja. Ja genau, Ebene 1, das ist ja... Wahrscheinlich sieht's da genauso aus wie auf der anderen Seite des Fahrstuhls, also komplett überwuchert. Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Und deswegen geht's auch nur nach oben. Aber wir haben auch lange nicht mehr unseren Doktor gesehen, der uns dieses unsterbliche Vieh auf den Hals gehetzt hat. Was ist eigentlich mit dem? War ich hier nicht auch schon mal? Ach so, hier oben hatten wir doch, die Asteroidenkanone wieder fit gemacht, glaube ich. Ja, genau. Die war ja auch im Eimer. Kommst du denn auf einmal her? Du warst letztes Mal nicht da. Aua. So. Okay. Dem möchte man auch nicht zu nahe kommen, wenn es noch lebt. Noch einer? Zwei davon, ne, das gibt's ja nicht. Wie viel? Macht er davon? Ist aber gut hier. Stirb, du ekliges Blödvieh. So. Ich glaube, letztes Mal sind wir da lang, ne? Haben wir da? Schiffsäußer, ja, was auch immer. Und hier haben wir zum Com-Array. Aha, zum Com-Array, na dann. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal ein kleines Päuschen und machen dann in der nächsten Folge weiter. Jo, dann bis demnächst. Ciao.